der mit roten Haaren auf die Welt kommt, ist von Geburt an etwas Besonderes, denn Rothaarige haben die seltenste Haarfarbe der Welt. Nur 1-2% der gesamten Menschheit besitzen diese feurige Haarpracht. Rote Haare existieren in den verschiedensten Schattierungen, doch eines ist ihnen gemein, sie fallen immer auf. Ein einzelnes rotes Haar ist dicker als ein blondes oder braunes Haar. Und etwas, das ich schon lange vermutete, wurde mir bestätigt. Es braucht eine um bis zu 20% höhere Dosis, um einen rothaarigen Menschen zu narkotisieren. Das ist für einen Arzt- oder Zahnarztbesuch gut zu wissen. Die Andersartigkeit der Rothaarigen beruht auf dem MC1R, dem rothaarigen Gen. Weil es ein rezessives Gen ist, sind Rothaarige so selten. Ein rothaariges Kind wird nur geboren, wenn beide Elternteile das Gen in sich tragen. Innerhalb Europas leben die meisten Rothaarigen in Irland und Schottland. Dort machen sie 12% der Bevölkerung aus. Aber hohe Konzentrationen gibt es auch in einer abgelegenen Gegend von Russland. In Crosshaven, einem Fischerdorf in Südirland. Hier feiern Rothaarige aus der ganzen Welt ihre Einzigartigkeit. Beim ersten Rothaarigen-Festival 2009 hatten sich 300 Menschen versammelt. Heute zieht der jährliche Anlass über 2000 Besucher an. Die Idee dazu hatte Jolene Cronin. Ihre Familie führt seit Jahren das örtliche Pub. Und sie, selbst eine Rothaarige, hat das erste Festival aus einer spontanen Laune heraus organisiert. Alles dreht sich um rote Haare und Sommersprossen. Auch die Wettbewerbe und Spiele, in denen sich Kinder und Familien messen können. Letztlich geht es darum, sich für sein eigenes, eben spezielles Aussehen nicht zu schämen, sondern darauf stolz zu sein. In Crosshaven sind die Rothaarigen für einmal nicht die gesellschaftliche Ausnahme. Hier bestimmen sie die Regeln. Are the redheads ready? Are the non-redheads ready? Rothaarige galten schon immer als besonders feurig. Wissenschaftlich konnte das nie nachgewiesen werden. Trotzdem dürfen sie das ihnen nachgesagte hitzige Temperament hier ungehemmt ausleben. Wir erfüllen die Erwartungen, dass wir wild sind und beinahe übernatürliche Kreaturen mit explosiven Persönlichkeiten. Darum liebe ich dieses Festival. Hier trifft man so viele Menschen mit genau diesen Eigenschaften. Und wir alle verstehen uns wunderbar und haben uns, wie wir sind, akzeptiert. Einige Leute reagieren super auf uns, andere haben etwas Angst vor uns. In der Steinzeit hatte vor rothaarigen Frauen wahrscheinlich kein Mann Angst. Im Gegenteil. Instinktiv wussten sie, dass diese Frauen besonders gut ausgerüstet waren, gesunde Kinder zu gebären. Einer der Gründe, warum rothaarige Frauen als erotisch gelten, scheint in der Urgeschichte zu liegen. Wer damals eine rothaarige gewählt hätte, um Kinder zu zeugen, hätte seine Erfolgschancen erhöht. Denn Frauen mit blasser Haut, die ja meist mit roten Haaren einhergeht, absorbieren das Vitamin D des Sonnenlichts viel besser. Und wer viel Vitamin D im Körper hat, besitzt ein starkes Skelett und auch ein starkes Becken, um Kinder zu gebären. Rote Haare symbolisieren Magie und auch etwas Teuflisches. Doch haben die Märchenhexen mit jenen, die im Mittelalter verbrannt wurden, wenig gemeinsam.
Bei fast jeder Frau, die an einem dieser furchtbaren Hexenprozesse verurteilt wurde, handelte es sich um eine ältere, randständige Frau. Genau solche Frauen waren einfache Opfer, im Gegensatz zu den jungen, schönen, rothaarigen Frauen. Die Künstler hingegen, die liebten es schon immer, junge, schöne, rothaarige Frauen zu malen, die an satanischen Orgien teilnehmen und meist nackt auf einem Besen reiten. Diesen Künstlern haben wir diesen speziellen Mythos zu verdanken. So, you know, you can blame them for that particular myth. In Comics sind rothaarige Frauen zu einer Art moderner Hexe mutiert. Sie kämpfen mit futuristischen Waffen und besitzen übernatürliche Kräfte. Gleichzeitig symbolisieren sie das Superweib, dessen sexuellen Appetit kaum ein Mann zu befriedigen vermag. Rothaarige Frauen standen immer für Sex, während rothaarige Männer mit gegenteiligen Qualitäten verbunden wurden. In ihrem Fall symbolisierte rotes Haar Barbarei, Gewalt und unziemliches Verhalten. In dieser Studentenwohnung in London ist das bis heute existierende negative Image der rothaarigen Männer zum ersten Mal durch ein anderes Bild ersetzt worden. Jenes des sympathischen rothaarigen Mannes mit Sex Appeal. Die Idee, rothaarige Männer auf neue Art in Szene zu setzen, hatte der Fotograf Thomas Knights. Unter dem Namen Red Hot veröffentlichte er den ersten Bildband, der ausschließlich gut aussehende rothaarige Männer zeigte. Der Däne Ken Beck beispielsweise studierte in London und landete schließlich auf dem Umschlag des Bildbandes. Ken vom Titelbild hat seine Zunge genau hier rausgestreckt, an dieser Wand. Ich stand, wo ihr euch befindet, und er streckte spontan seine Zunge heraus. Man kann also Fotos, die eines Tages berühmt werden oder wie in diesem Fall für unser Projekt stehen, in einem Schlafzimmer schießen. Ja, fantastische Aufnahmen kann man eigentlich überall machen. Das Projekt Red Hot entwickelte sich weit über Europa hinaus zum durchschlagenden Erfolg. Die Fotos wurden in Galerien auf der ganzen Welt gezeigt. Rothaarige Männer galten plötzlich als cool und rothaarige Models wurden vermehrt gebucht. Knights Fotos sind mehr als eine ästhetische Inszenierung. Sie sollten vor allem eine Debatte über Mobbing anstoßen, unter dem in England vor allem rothaarige Jungen leiden. Sie werden, etwas abschätzig, Gingerheads, zu Deutsch Ingwerköpfe genannt. Die Sache mit den roten Haaren fällt in jene Kategorie, in der es sich die Leute erlauben, sich auf Kosten anderer über etwas lustig zu machen. Mit der Zeit wird es ganz normal, ist sozusagen Standard, dass man sich über rote Haare lustig machen darf. Have the Mickey taken out of you for being ginger, but you know it's weird because there are a lot of redheads in Brazil. Gerade in Brasilien leben viele Rothaarige und die Brasilianer lieben ihre Rothaarigen. Das Gleiche gilt für die Niederlande. Es ist wirklich seltsam, dass ausgerechnet wir in England diesen tief sitzenden Hass auf rotes Haar empfinden. Aus den Einnahmen des ersten Bildbandes hat der Fotograf bereits rund 60.000 Euro an gemeinnützige NGOs gespendet, die sich in England gegen das Ausgrenzen unter Kindern einsetzen. Der erfolgreiche Anwalt Jonathan Rinn erinnert sich gut, wie er sich in seiner Kindheit fühlte. I guess it was just small comments from people. Man hörte einfach kleine Kommentare von anderen, wenn man sich beispielsweise an einem Strand in Spanien aufhielt, wo alle dunkle, gebräunte Haut hatten. Mit meiner weißen, blassen Haut fühlte ich mich als Außenseiter. Ich war einfach anders. Wenn man das nicht versteht, kann dies zu Unsicherheiten führen, vor allem bei einem Kind oder Teenager. Man akzeptiert sich nicht vollständig. Heute als erwachsener Mann sehe ich dies natürlich anders. Doch als Teenager war es manchmal schon sehr schwierig. In my teen years, it was fairly difficult at times.
Heute sind die Rothaarigen daran, die Welt zu erobern. Nicht als Krieger, sondern als Botschafter für Toleranz und Vielfalt, die Natur der Menschheit in ihre Wiege gelegt hat.